Hallo ihr Lieben, hier ist die Kerstin. Ich habe euch noch ein Video versprochen zum Thema Aufrichtung und Ausrichtung, auch im Körper, damit wir in unserer Stärke und in unserer Kraft sind und die Energie in uns frei fließen kann. Und das ist jetzt genau das Video, das ich für dich aufnehme. Wir sind verbunden mit der Erde, verbunden mit dem Himmel. Und wenn wir in einer entspannten und doch gleichzeitig aufrechten Haltung sind, kann die Energie am besten fließen. Ich bin jetzt hier in meinem Wohnzimmer und gehe jetzt ein paar Schritte zurück, wo ich mich hinsetzen kann. Denn wir wollen jetzt einmal zusammen schauen, wie der Tag am besten beginnt, in welcher Körperhaltung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wirklich wie ein Programmieren ist, wenn ich mich morgens bewusst ausrichte, gerade wenn der Tag frisch beginnt, mein Kopf noch relativ leer ist, wenn ich dann meinem Körper schon mal Infos gebe, wie ich ihn gerne hätte während des Tages, in welcher Haltung, dann speichert er das recht gut. Und ich stelle mir jetzt vor, ich sitze auf meinem Bett, ich habe gut ausgeschlafen und beginne jetzt bereits mit der Ausrichtung oder Aufrichtung meines Körpers. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns körperlich aufgerichtet fühlen. Das stärkt unser Vertrauen, stärkt unsere innere Kraft, wir fühlen uns besser. Und wenn wir uns innerlich gut fühlen und stark, dann hat das wieder eine Auswirkung auf unsere Körperhaltung. Also die beiden sind Partner und darum können wir sowohl am Körper ansetzen, als auch an unserer Haltung, inneren Haltung. Und unser Vertrauen haben wir ja jetzt über die 4 Wochen oder in diesen 4 Wochen gemeinsam gestärkt und wir sind da weiter auf dem Weg. Und so werden wir merken, dass wir immer mehr Kraft und Zentrierung auch im Körper spüren. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für unsere körperliche Gesundheit, denn wenn wir den ganzen Tag so herumlaufen und so sitzen, ist es nicht gut für unseren Rücken, für die Bandscheiben, auch für die Verdauung, für die Lunge, fürs Herz und wie gesagt, es beeinflusst unser Gemüt. Wenn wir aber morgens schon mal aufstehen und wenigstens so halb grinsen können, bringen wir schon mal eine fröhliche Energie in uns. Und wir können jetzt auf unserer Bettkante sitzen und einfach nur für einen kurzen Moment Dankbarkeit spüren. Dankbarkeit, dass wir einen weiteren Tag erleben dürfen auf diesem wunderbaren Planeten. In diesem Körper, der uns so wunderbar trägt, einfach einen kurzen Moment des Dankes. Und da kommt meist automatisch ein Lächeln und da hören wir auch gar nicht auf die Abers und so, sondern wir sind einfach mal präsent und dankbar. Dann empfehle ich euch, die Füße etwa hüftbreit auf den Boden zu stellen und mal den Boden zu spüren. Die Fußsohlen berühren den Boden. Und jetzt schaut bereits einmal, bewegt die Füße so rechts und links nach außen, nach innen. Man kann auf verschiedene Weisen auf den Füßen stehen. Man kann auf den Außenkanten stehen, auf den Innenkanten. Man kann aber auch balanciert sein. Und das probieren wir jetzt. Die Füße hüftbreit. Ein Gefühl für die Mitte vom Fuß entwickeln. Und dann stehen wir mal auf. Und wir können ein bisschen hin und her schwingen, das Gewicht mal verlagern nach rechts und links. Und uns dann vorstellen, wir belasten die Füße in der Mitte. Meistens dürfen wir dann ein bisschen nach innen korrigieren, weil wir auf der Außenkante stehen. Aber nicht zu kompliziert machen. Einfach stell dir vor, du bist mit der Mitte deiner Fußsohlen
mit der Erde verbunden. Das ist das Wichtige. Genau. Und dann mache ich am Morgen immer eine Verbindung mit der Erde. Das heißt, ich stelle mir vor, dass mein unterstes der 12 Chakren, das Erdsternchakra, unterhalb meiner Füße in der Erde ist. Ich wohne jetzt hier im 4. Stock, deshalb stelle ich mir vor, es ist in der Erde. Wenn du im Parterre wohnst, bist du dichter an der Erde, das spielt alles keine Rolle, okay? Einfach, das Erdsternchakra ist unter deinen Füßen, dein erstes Chakra. Und ich stelle mir, sobald meine Füße auf dem Boden sind, vor, dass meine Energie weiter strömt durch den Boden durch in das Erdsternchakra. Und ich kann mir dort vorstellen, dass ein silberner Ball aus Energie lebendig vibriert. Und dass ich über diesen Energieball mit den Leylinien, mit den Energielinien der Erde verbunden bin und auch mit dem Kristall im Herzen der Erde. Also verbinde ich mich energetisch damit. Das heißt, ich stelle es mir einfach vor, ich schicke meine Aufmerksamkeit in mein Erdsternchakra. Das heißt, es gibt ein Dreieck aus diesen Punkten in den Fußsohlen, die strömen zum Erdsternchakra und dann weiter runter ins Herz der Erde. Und dann habe ich schon mal einen Anker. Und dann stelle ich mir vor, ich erlaube der Energie aus dem Herzen von Mutter Erde hoch zu strömen. Du kannst dir da Wurzeln vorstellen, du kannst dir auch vorstellen, dass das Licht spiralig aufsteigt in deine Fußsohlen, in deine Beine und dann in dein Becken hinein. Und da bleiben wir erst einmal mit der Aufmerksamkeit. Und ich empfehle dir jetzt, ein bisschen weich in den Knien zu werden. Nicht wie beim Skifahren, so weit müssen wir nicht runtergehen, aber dass die Knie nicht blockiert sind, also nicht fix. Sie sind ganz leicht gebogen, ganz entspannt. Das ist sehr, sehr wichtig und das kann ich dir empfehlen, auch während des Tages immer mal wieder zu beachten. Zum Beispiel beim Zähneputzen, beim Geschirrspülen, beim Haareföhnen. Wenn wir die Beine steif haben, dann gehen wir leicht in eine Fehlhaltung. Wir brauchen aber schlussendlich ein Becken, was wie ein Gefäß ist, was unsere Organe trägt. Und wenn du die Beine streckst, gehst du in ein Hohlkreuz. Wenn du die Beine beugst, kommt das Becken nach vorne. Ja, also einfach leicht beugen, beweglich sein, leicht beugen. Setz dich richtig rein in dein Becken. Ja, erlaube dir getragen zu werden von deinem Becken. Gut. Und dann stellst du dir vor, aus dem Herzen der Erde zieht eben ein Energiestrahl hoch. Und dann haben wir ja gesagt, hier oben auf dem Scheitel stellen wir uns einen Faden vor, wie bei einer Marionette. Und der zieht uns hoch zum Himmel, zu Gott, zur Quelle, wo immer wir uns ausrichten wollen, auf jeden Fall nach oben. Und wir bleiben da mal ein bisschen in der Beweglichkeit, die Knie eben nicht steif machen und trotzdem dich nach oben ausrichten. Und zwar nicht die Haare hier vorne vorstellen, dass du so nach oben gehst, sondern wirklich hier oben auf dem Scheitel bist du nach oben gezogen und verbunden mit dem Himmel. Dabei geht automatisch das Kinn ein bisschen nach unten. Und das wollen wir. Okay, das Kinn geht ein bisschen Richtung Brust. Ich zeige es euch gleich von der Seite. Und dann gehen wir mit der Aufmerksamkeit zu unseren Schultern, rollen die nach hinten, als wenn wir sie in Taschen stecken wollen, die hinten an unserem Rücken sind. So, lassen die Schultern los, richten uns wieder nach oben auf, das Kinn fällt leicht nach unten. Und dann schieben wir das Kinn noch ein bisschen nach hinten. Wir haben die Tendenz, eine Schildkrötenhaltung einzunehmen, dass wir immer so stehen, das Kinn nach hinten schieben. Okay? Und dann braucht unser Bauch noch Aufmerksamkeit.
Das geht aber ganz automatisch, wenn unser Becken ein bisschen gekippt ist, dass es uns trägt, geht der Bauch automatisch nach innen. Und wir stellen uns vor, dass der Beckenboden uns trägt. Ja? Wir haben also das Becken nach vorne gekippt, das Herzchakra offen, das Kinn ein bisschen gesenkt, nach hinten geschoben und die Arme lassen wir einfach baumeln, Handflächen nach vorne oder nach innen. Nehmen so einmal ein paar Atemzüge aus dem Zentrum der Erde durch unseren Körper in den Himmel, zu Gott, zur Quelle und wieder nach unten. Und wir spüren die Verbindung zu dem Fußboden in unserem Zimmer. Das Ganze ist nicht starr. Mit jeder Atmung bewegen wir uns. Und nach 2, 3 Atemzügen korrigieren wir noch einmal. Schultern rollen nach hinten. Das Kinn geht nach hinten. Und wir sind beim Ausatmen verbunden mit der Erde. Beim Einatmen gehen wir ein bisschen hoch. Es gibt eine sehr aufrechte, sehr selbstbewusste Haltung. Und ich zeige euch das jetzt nochmal von der Seite. Also, die Füße sind gut geerdet, hüftbreit, Belastung, wenigstens gedanklich von der Mitte des Fußgewölbes nach unten. Dann beweglich in den Knien, dann das Becken nach vorne kippen, nicht ins Hohlkreuz, sondern nach vorne. Das Becken darf etwas halten. Stell dir vor, dein Becken hält etwas, okay? Dann Ausrichtung nach oben. Dabei geht das Kinn leicht zur Brust und der Kopf etwas nach hinten. So, die Schultern rollen nach hinten und das Herzchakra geht auf. Das heißt, ich kann mir vorstellen, hier ist auch noch ein Faden, der mich nach oben zieht, dass ich aus dieser Beugehaltung herauskomme. Zieht mich hier ein Faden nach oben, ein Faden oben, ein Faden am Brustbein. Und dabei noch beweglich sein, entspannt. Und die Schulter nochmal nach hinten und das Kinn nach hinten. Und die Energie fließt beim Einatmen nach oben, beim Ausatmen nach unten. Ich weiß, es ist ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen unbequem, aber spüre einmal, wie du dich jetzt fühlst, so in deiner Aufrichtung, in deiner Größe. Wie fühlt sich das an? Gibt das ein selbstbewusstes Gefühl? Ich würde sagen, ja. Und ich lade dich ein, das jetzt mal in deinem Morgen, in deinen Ablauf zu integrieren. Das muss nicht so lange gehen wie jetzt. Das macht man immer schneller und immer kürzer. Es kommt darauf an, dass du mit deinem Bewusstsein in diese Punkte gehst. Verankerung in der Erde, in deinem Erdstern, im Herzen der Erde und von dort Aufrichtung in deine Größe, damit alle sehen können, wie hell dein Licht strahlt. Beobachte mal, wie du dich fühlst und denke auch immer mal wieder im Sitzen daran, dass du den Kopf nach hinten nimmst, beim Computer, kann man vielleicht den Bildschirm ein bisschen höher einstellen, beim Essen nicht den Kopf nach vorne bringen, sondern das Essen zum Mund. Es macht einen riesigen Unterschied, weil die ganze Wirbelsäule ja miteinander verbunden ist, alle Wirbelkörper. Und wenn wir hier oben schon eine ungünstige Haltung haben, hat das einen Einfluss auf unsere Lendenwirbelsäule. Es hängt alles zusammen. Vor allem dieses Hohlkreuz ist bei vielen von uns ein Thema. Und wir tun, was wir können, dass wir das wieder ausgleichen. Ich hoffe, dieses Video inspiriert euch. Ich habe mir diese Infos zusammengesammelt, weil ich selber mit dem Rücken zu tun habe und habe geguckt, was mir da am besten hilft. Und ich hoffe, es hilft dir auch. Sei herzlich gegrüßt.
und einen wunderschönen Tag. Tschüss, eure Kerstin.